Was? Wurde besiegt? Okay, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zurück zu den Siedlern 4 und ja, für mich ist wieder eine Weile vergangen, konnte nicht viel spielen, hatte keine Zeit, haben viele Projekte gerade zu erledigen, was ja auch nicht so schlecht ist. Ja, muss mich daher wieder kurz orientieren. Wir hatten, meine ich zumindest, schon ziemlich gewonnen. Grün haben wir. Was wird das hier? Du hörst doch nicht etwa? Hallo? Jo, egal. Also wir haben keine Schwertkämpfer mehr, oder? Doch, haben wir auch. Truppen ohne Ende. Hier hatte ich nur noch Bogenschützen. Richtig, genau. Und produzieren wir auch noch fleißig. Naja. Ansichtssache. Sonst war dann hier noch ein bisschen orange. Dann könnten wir uns doch eigentlich mal in dem seine Richtung schnetzeln. Oder spricht da was dagegen? Hier kommen nur Bogenschützen, weil die langsamer sind. Oh, hier stehen noch 10 Schwertkämpfer. Die wollen wir natürlich auch haben. So, und ihr lauft offensichtlich auch nur da hoch. Gut. Und die ich gerade losgeschickt habe, die sind erst hier. Okay. Also, bauen müssen wir, meine ich, nichts mehr. 128% Angriffsstärke. Wir kriegen konstant Militär. Nö, eigentlich müssen wir nur noch auf die Fresse geben. Daher stürmt mal los. Und zwar jetzt wieder nach unten, ne? Und dann sollten wir doch in dieser Folge diese Mission beenden. Für Militär haben wir eigentlich 325. Cool. Da geht was. So. Jetzt hat er natürlich noch überall Elite und alles voll besetzt. Daher wird es wohl auch noch ein bisschen zäh. Guck mal, ihr könnt gleich mal hier vorne hin. Bogenschützen seid jetzt auch nicht so die große Hilfe. Ich habe auch mehr T2 wie T3, ne? Ja, wurscht. So. Dann haben wir ihn jetzt hier immerhin mal getrennt. Ich glaube, der hat hier eh nicht mehr so viel. Boom. War es das schon? Jo, okay, dann gehen wir jetzt aber trotzdem hier rüber und dann hauen wir erstmal den anderen noch weg. So, Militärgebäude technisch, dich können wir abreißen. Ihr geht dann auch mit da runter, du kannst weg, ihr geht auch mit hier runter und dich besetzen wir vielleicht nochmal irgendwie. Falls da einer meint, an den Grenzen langlaufen zu müssen. Genauso wie hier. Okay. Und der eine Schwung geht hier rüber, der andere. Jo. Wegmachen. Komm, auf. Das sind so viele, die kann ich gar nicht mehr in eine Gruppe fassen. Das sind deutlich mehr wie 100. Hauptsache, ich habe noch überall Schwertkämpfe. Und warum habe ich keine Medics dabei? Fragen über Fragen, aber spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Oder bauen wir doch mal 15 oder so. So, derweil könnt ihr euch wieder hier oben sammeln. Wir treffen uns dann später wieder da. Ihr habt euch jetzt schon so prima aufgeteilt. Wunderprächtig, weiter. So. Zwanzig Stück dabei. Okay, das gibt wieder Verluste.
Ist halt so, aber hier hat er jetzt nichts mehr. Also dann könnte das ja hier der Rest sein. Auf geht's. Und dann reißen wir den ganzen Scheiß hier ein. Brauchen wir nicht. Gehört uns jetzt eh. Prima. Gut. Attacke. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Boom, weiter. Wer läuft da dabei? Ein Holzfäller, okay. So, und da verlassen sie ihn langsam. Sehr schön. Gold kriegt man auch wieder. Sehr schön. Boom. So. Stand jetzt zwar nicht die Meldung dran oder ich habe sie über weggeklickt, aber ich glaube, ja, sogar relativ sicher, wie die hier alle draufgehen. Das war's mit ihm. Bleiben noch zwei. Bleiben noch zwei. Also alles wieder hier hoch. Das muss ich aber auch alle irgendwie erwischen. Und was macht ihr hier? Sie werden angegriffen. Ja, was geht mit dem ab? Also Gelb lebt noch. So ein bisschen. Boom. Okay. Hoch mit euch. Okay, und dann ihr. Acht. Los, auf geht's. Wir haben immer noch über 300 Ritterchen. Prima. Was machst du? Habe ich etwa Fischmangel? Möglich, ich habe so viele Goldbergwerke gebaut. Kann gut sein. Die sind alle erschöpft hier. Geht nicht mehr so viel. Okay. So, da kommen jetzt auch ein paar Medics mit. Auch gut. Und irgendwo wird schon wieder gekämpft. So ein Schlag. Wisst ihr was? Ihr seid hier 31 Schwertkämpfer-Angriff. Holt euch den nächsten. Los. Ich habe so viele Ressourcen. Habe ich eigentlich noch genug Seed? Ja. Ja, doch. Kann man so sagen. Getreideproduktion steht. Ihr kommt also auch nicht mehr hinterher. Alles gut. Alles gut soweit. So, wie viele Schwertkämpfer sind hier dabei? 31. Dann geht ihr mal gucken, dass ihr hier oben irgendwas killt. Und das wäre doch gelacht. Da hat er sogar noch Ritterle rumrennen. Gibt's doch nicht. Ich habe gedacht, er würde nur hier rekrutieren. Gut, er kann es ja wieder nachgebaut haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aha, und da ist auch ein Turm. Und den hatte ich aber schon mal angegriffen. Ne? Da wolltest du wieder Bogenschützen reintun. Pech gehabt. So. Die sterben wie die Fliegen. Und ihr hier? Oh, das gibt's doch nicht. Das ist der Nächste. Dann geht mal da helfen. Und wir auf der Ebene, wir gehen einfach mal auch hier rüber. Da muss ja auch noch irgendwo einer sein. Okay, sonst noch irgendwelche Ritter vergessen. Hier steht nichts mehr. Hier auch nicht. Passt. So, sammelt euch trotzdem gerne weiter da. Okay, hier ist der Nächste. Okay, der hat noch eine richtige Produktion. Da ist so viel verloren und dem geht es eigentlich noch viel zu gut. Gibt's doch nicht. Und hübsch hat er gebaut, ne? Kann man mal machen. Cool. Naja. Hilft nur alles nix, ne? So, dann müsste hier was sein. Und ihr
dürft dann hier weitermachen. Möchte ich die behalten? Eigentlich nicht. Weg mit dem Scheiß. So, boom, weiter. Attacke. Oh, er mit seinem blöden Turm. Das geht doch nicht. So, und eigentlich könnte ich meine Bogenschützen unten jetzt auch hochziehen, weil ich denke nicht, dass mich nochmal einer angreifen kann. Wo haben wir denn? Ist das die Militärstatistik? Und die ist wieder sehr aussagekräftig, ne? Ja, mein Gott, also ihr wart schon. Ach, was weiß ich, was ich da lese. Oder nicht lese. Schon seit einer Stunde tot. Glaube ich. Schon wo wir hier gemetzelt haben, habe ich im Prinzip ihm wahrscheinlich so ziemlich alle Ritter getötet. So, dann können wir den jetzt hier auch aufgeben. Boom. Und angreifen. Und dich auch abreißen und angreifen. Und ihr weiter. Lasst euch nicht killen. Wir gehen jetzt wieder langsam so ein bisschen ja, die Schwertkämpfer aus. Schlimme Sache. Da kommen 7 Medics. Können wir brauchen. So, boom. Angriff. Du hier, boom. Auch Angriff. Und weiter. Und krass, wie mir einfach mal die ganze Karte gehört. Ist das hier eigentlich schon Troja? Nee, gell? Das kommt erst später in der Kampagne, was ja auch eigentlich voll cool ist. Ist nur so ein Vorort oder was weiß ich. Okay, dann sammeln wir uns jetzt wieder alle zusammen. Und ich glaube, das war's mit Gelb. Könnte der letzte Turm sein. Prima. Seine Einheiten strömen alle dahin. Och, und so viele Meldungen. So. Boom. Spieler Bacchus. Ey, kennt ihr den Bacchus-Keller? Egal. Wurde vernichtet? Okay, gut, prima. Dann, war es nur noch einer? Wo ist eigentlich die Spielzeit? Ja, das schafft man doch locker in der Zeit, oder? Komm, runter mit euch, Mädels. Ach, halt mal. Wir spielen ja gar nicht mit Trojanern. Mit Amazonen. Das ist immer, ja, ich und meine Siedlermixe. Siedlermixe? Was? Vergesst, was ich gesagt habe. So. Sammeln. Oben stehen noch ein paar. Ihr dürft gerne mitkommen. Wenn ihr da so idyllisch am Strand entlang lauft, dann könntet ihr hier auch gleich auf einen Turm treffen. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Wobei die Wahrscheinlichkeit eher gering ist. Okay, folgendes. Dann können wir auch im Prinzip die hier aufgeben. Das macht keinen Sinn mehr. Auf geht's. Sammeln. Und. Nachschub bringen. Ja, Schwertkämpfer, schön. Direkt hier runterlaufen. Sind noch welche hier hoch unterwegs? Nö. Aber ich werde angegriffen. Was? Ich glaub, du hängst, Alter. Komm. Guck mal, was er da noch hat. Beziehungsweise. Nee, oder? 3. The Wall. Ist das der Eingang zu Troja? Egal. Wenn ich mich jetzt hier nicht komplett verhake. Okay, er hat kein Gold. Das ist natürlich schlecht für ihn. Würde ich mal behaupten.
Haben wir hier auch irgendwo Schwertkämpfer am Start? So. Oh Mann, ich habe einfach zu viele Einheiten. Was hat er hier eigentlich mit dem Wald vorgehabt? Das ist auch eine Art, ne? Verteidigung. Bringt ihm nur nichts, wenn er die Türme vor dem Wald hat. Die hätte er dahinter haben müssen. Gut, egal. Immerhin hat er am längsten überlebt. Muss mir ihm auch mal zugute halten. So, rein mit euch. Was geht hier? Kein Gold. Das ist natürlich ziemlich blöd für ihn. Deck auf. Da geht's weiter. Boom. So, da war noch ein vereinzelter Katapult. Versprengter Katapultschütze. Sind die Medics eigentlich auch so langsam? Die sind doch bestimmt so schnell wie Schwertkämpfer. Boom. So. Ach. Ach, du hast keine Elite gebaut und hast einen ganzen Arsch voll Gold? Na, du bist ja ein komischer Vogel. Das Gold ist uns heilig, das können wir nicht abbauen. Ja. Soll vorkommen. Schwertkämpfer, los! Wo bleibt eigentlich die, die ich mal vor einer Minute losgeschickt habe? Oh Mann, das da. Warum lauft ihr hier oben lang? Naja. Okay, hier, Turm, auf, weiter geht's. Boom, Peng, Boom. So. Verdammte Trojaner! Wie fandet ihr eigentlich Troja, den Film? Mit Brad Pitt. War ganz nett, oder? Das ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre alt oder so mittlerweile. Ha, holy shit, wie die Zeit vergeht. Ja. Hat jetzt mit den Siedlern nicht so viel zu tun, ne? Der Film. Hat aber auch Knuddeloptik. Wow. Ich kann mich nur an die Szene erinnern, wo das Flugzeug vorbeifliegt und man so denkt, der peinlichste Filmfehler ever. So. Kaboom. Ich glaube, das war's. Na, stirb, los. Komm. Boah, was ein Schlussbild. Yeah! Sie haben gewonnen. Spieler Anchises wurde besiegt. Gut. Schauen wir uns noch die Map an. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Vielleicht zu entdecken? Nö, weil ich muss mal gehen. Ja, also, liebe Zockerlauncher, danke fürs Zuschauen. Ich speichere noch eben. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der dritten Römermission. In diesem Sinne, haut rein, ich wünsche euch was. Ciao.